Servus miteinander und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von dem wunderschönen Spiel von Bethesda Skyrim. Die Anniversary Edition bzw. die Special Edition abgegradet mit dem Anniversary Edition Upgrade. Warum ich hier flüstere, ich habe keine Ahnung. Ich dachte, ich bin in einer Höhle, mache es mal ein bisschen spannender. So, und wir sind immer noch auf der Schnitzeljagd des grauen Fuchses oder Wolfes. Das sammle ich jetzt nicht. Okay. Gehen jetzt einfach mal hier weiter. Da hört man schon wieder einen Trauchern. Ein Glück, dass der an der Leiche festhing. Und irgendwo watschelt da noch einer rum. Nur die Frage, wo latscht er? Alter, ich hätte jetzt bei einer Arena für einen Traugring gehalten. Der muss über uns latschen. Ja, Arenea, sie haben Arenea gesehen. So, jetzt ist aber Schluss mit lustig. Wenn jemand Arenea bespickt, dann bin ich das, und zwar von hinten. Alter, und Arenea einfach wieder im Sch... Ich stehe auf eurer Seite. Ja, du stehst in meinem Weg, Mädel. Als Seite verriegelt. Okay, verstehe. Sorry, dass ich jetzt laut geworden bin, aber manchmal sind diese NPCs kackendämlich. Ist hier ein Rätsel oder was? Das war mir klar. Das sind aber noch mehr. Sobald ich an die Truhe da hinten hin will, gehen die anderen Gräber auf. Wett mal.
Das Schwert der Eiskrieg-Clans. Null Schaden. Alles klar. Und wahrscheinlich, wenn ich das Grab da an des grauen Fuchses, hatte ich doch richtig, reinstoße, hat das Schwert wahrscheinlich irgendeine Spezialfähigkeit oder sowas. So, jetzt muss man schauen, wie ich wieder rauskomme. Aber ich nehme das hier noch mit. Ich liebe den Knochen, die Knochen, die durch, ja. Oder Schlüssel, wie man ihn nennt. Einfach herrlich. Also ganz ehrlich, ich gebe euch einen ganz, ganz, ganz wichtigen Rat mit, lieben Freunde. Wenn ihr den Knochenschlüssel habt, seid bitte nicht so naiv und sagt, ja, okay, den Knochenschlüssel müssen wir abgeben. Okay, dann geben wir mal den Knochenschlüssel ab. Es ist dumm. Macht das nicht, weil sonst verweigert ihr euch, dass ihr Schlösserknacken-Skillen leicht wieder euch auf schwer macht. Nur vergewissern, dass da nichts ist. Okay, hier ist nichts Spannendes. Hat gerade die Erde gebebt oder war das ich? Komisch, dass ich hier noch angeblich nicht drin war. Das ist merkwürdig. Irgendwie ein Hebel oder? Nö. Na, da komme ich wieder da raus. Okay. Dann wollen wir mal raus wieder, wa? Tippeltappel, 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 tippeltappel. Tipps, 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 tipps. Alter, wenn ich die ganzen Soundeffekte von dem Spiel machen müsste, mit meinem Mund und irgendwie welche Sounds einfallen, das wird, ich würde wahnsinnig werden. Dann wo muss ich denn jetzt hin? Da runter wieder nach Krypton.
Aber es macht mal Spaß, ohne Webcam aufzunehmen. Auch wenn es vielleicht für den einen oder anderen schade ist, weil er die Reaktion nicht sieht. Was wollt ihr, Katze? Einen guten Tag wünsche ich. Hast du ein Problem? Kaiserlichen Ketzer. Auf der Herbstschattenlichtung sollen sich seltsame Dinge zutragen. Ich vermute, das hat mit diesen Zweiglingen zu tun. Ja, gut. Ihr werdet ganz schön überheblich, ihr Wachen. Ja, geh du lieber weiter. Ganz ehrlich, wenn die hier wachsen, nehme ich die hier auch mit. Jetzt bin ich echt gespannt, was passiert. Ob wir wirklich selber den grauen Fuchs kennenlernen. Tagebuch des Fremden. Der Fluch des Kapuze, der Kapuze soll einen Menschen seiner selbst berauben und ihn als ein aus allen Aufzeichnungen löschen. Doch dieser Fluch wurde vor langer Zeit gebrochen. In Wald war es nicht Nocturnal, die mir mein Leben nahm, es war meine Selbstsucht. Ich trug die Kapuze aus purer Gier. Ich verließ meine Familie, da ich nur mich selbst liebte. Dann starb meine Schwester und machte ihren Sohn zum Weißen. Der letzte der Eisklingen, Erbe eines Vermögens und leichte Beute für die Wölfe. Der Junge ist in Gefahr, also muss ich meine Verantwortung als Clanoberhaupt annehmen. Aber wenn ich sein Vater sein soll, kann ich kein Fremder mehr sein. Ich muss die Kapuze weiterreichen und somit muss der graue Fuchs sterben. Deswegen bringe ich jede Nacht Blumen an das Grab, um meine Schwester zu Vergebung zu bitten. Gut gemacht. Der Karl Fuchs, es ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen, Sir. Meine Freude kennt keine Grenzen. Hier, ein kleiner Lohn für eure Bemühungen. Jetzt hoffe ich, dass wir nie wieder über diese Sache reden müssen. Egal mit wem. Okay. Ich lass dich mal. Ja? Ah, Smurf Eisklinge und Pure Eisklinge. Okay, ich lass euch mal in Ruhe, Freunde. Okay, Bekleidung. Gleich wird um 25% verbessert, die Tragfähigkeit wird um 50 Punkte erhöht. Du kannst lebendige Kreaturen in deiner Nähe durch Wände hindurchsehen, aber keine untoten Maschinen oder Drähter. Stimmt Wachen feindselig. Also wenn ich es jetzt anziehe, dann greifen mich die Wachen an. Oder wie? Ich meine, ich kann es ja mal testen, dann greifen mich die Wachen wahrscheinlich an. Das ist, das müsst ihr so sehen. Ich kann das euch nur so erklären, wie ich es jetzt noch im Kopf habe. Der graue Fuchs, das war quasi der Anführer der Diebesgilde im Folgenteil, also der Elder Scrolls of Oblivion. Und ja, mit der University Edition haben sie wahrscheinlich das hier auch mit reingebracht. Also wenn ich, warte mal, bevor ich jetzt diese Kapuze aufziehe, ja? Speichere ich erstmal ab. Weil das möchte ich jetzt mal testen, ob die mich halt wirklich angreifen. Ja, sobald ich die anziehe. Ey! Ich lade wieder. Okay, dann sollte ich diese Maske nur tragen, wenn ich in Dungeons bin oder so. Nicht in Städten oder so.
Gut, verstehe. Aber sofort. Alle greifen mich alle an. Gut zu wissen. Gut, welche Quests machen wir denn jetzt als nächstes? Ich denke mal das blutrote Herz. Ich habe einen Brief von einer geheimnisvollen Frau namens Shira Blutfeuer erhalten. Die behauptet, zu einem Banditenclan zu gehören. Sie möchte, dass ich ihr Richter und Henker bin. Allerdings muss ich mich zuerst beweisen. Ich soll einem Bettler am Hafen von Ventem Almosen geben und dabei zwischen Gold, Brot oder Wein entscheiden. Das mach mal. Jetzt muss ich nur gucken, wo das wieder ist. Da oben. Aber krass, wie dann gleich auf einmal alle aggressiv werden. Alle Wachen. Die Maske ist böse. So. Ich springe über Stock und Stein. Bringe dem Bettler Wein. Aber ich habe leider keinen Wein dabei. Das ist, ich habe bloß Gold dabei. Jetzt bin ich aber neugierig. ich will mal in Windheim reingehen. Ich will mal wissen, ob da ein Händler ist, der Wein verkauft. Oder ich gehe in die Gaststätte von mir aus. Und kaufe dort mal Wein ein. Ich hoffe, ich bin auch gut zu hören. Hoffentlich. Wenn ihr Lust auf einen Kill, dann wollen wir diesen Hunger doch stillen. Ja, essen. Ja, njam njam. Ich will Wein. Was dann mit Süßkuchen meint Wein? Was Wein der Syrie-Brüder? Ja, damit. Kauf ich gerne. Einen schönen Aufenthalt wünsche ich. Dankeschön. Alles gut. Guten Morgen. Darf ich um was bitten? Gewiss. Was kann ich für euch tun? Könnt ihr den Zeitalter drücken? Könnt ihr eine Pause machen? Ja, genau. Ja. Dies hier ist eins meiner Lieblingslieder. Eine Legende, die wir alle kennen und lieben. Ein Held nach Kriegerherzen fragt. Wahrlich, wahrlich, das Drachenblut naht. Mit machtvoller Stimme nach alter Nordart. Glaubt mir, das Drachenblut naht. Die Feinde von Himmelsrand finden ihr Ende. Weh euch, das Drachenblut naht. Zum Licht ward das Dunkel, es lebt die Legende. Für wahr, das Drachenblut ist da. Bravo! Guten Morgen. Gewiss, was kann ich für euch tun? Ihr seid sicher ein Sturmmantel durch und durch, wenn ihr euch dieses Stück was wünscht. Was wollt ihr? Ich kann gar nicht glauben, dass Isabella fort ist. Ein Prost auf sie war die so ein Jugend hilfsbereites Mädchen. Ich bin von Beruf Schriftsteller. Was schreibt ihr? Nicht, dass die Leute in Himmelsrand viel lesen würden. Was schreibt ihr denn? Ich schreibe Dramen, mein Freund. Die Legenden und die Geschichte von Himmelsrand als spannende Anregung. Der arme Girogemann in der Bardenakademie wartet nun schon seit Wochen auf mein letztes Werk namens Olaf und der Drache. Auf den Straßen herrscht das Chaos. Ich werde das Buch für euch überbringen. Seid ihr sicher? Fragt nach einem Trinkgeld, wenn ihr Giraud seht. Wenn er das gelesen hat, ist er sicherlich in guter Stimmung. Möget ihr euch in den Seiten eines guten Buchs verlieren. Dankeschön, ebenso. Mit
Okay, ich wollte nicht in die... Ich habe vor einer Weile meine Zwillingsschwester verloren. Habt ihr schon jemanden verloren, der euch nahe stand? Oje. So, schauen wir mal. Questmäßig, was haben wir denn hier? Ja, immer doch die Almosen, genau. Dann machen wir das auch mal. Nichts als Pferde. Den ganzen Tag. Wisst ihr überhaupt, wie langweilig Pferde sind? Ist Geschmackssache, Madame. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Schmarrn. Einfach mal runterspringen, weißt schon. Ich will hier raus, das ist Eiswasser. Wo geht's denn hier nach draußen? Habt ihr da keinen Steg oder wo ist die fix noch rum, oi? Wollt schon sagen. Kapitän Gerlon kümmert sich hier ums Geschäft. Ich bin nur ein Mart. Ich will auch gar nichts von deinem Chef. Ich will nur raus hier. Hey, mein Freund. Ja. Na, hallo? Ich habe einen Wein von Syrebrüdern für euch. Ich danke euch. Oh, wie ich euch danke. Mhm. Die Götter gaben euch zwei Hände, die ihr zum Führen eurer Waffe gebraucht. Davor habe ich großen Respekt. Ich danke Respekt. Euch. Oh, wie ich euch danke. Ihr braucht etwas... Okay. Ich wollte ihnen jetzt eigentlich noch Gold geben und so weiter. Ich bin nett eigentlich. Aber wenn mich nicht mit nett lassen. Alter, Wortgulasch AD. Wenn ich mal nett sein will, dann darf ich das nicht. Alle hepp. Wieder ins Eiswasser. Boah. Soll gesund sein. Habe ich gehört. Glaub mir, Wolfi, du willst dich nicht mit mir anlegen. Wow. Und tschüss. Was ist das da vorne? Seht ihr das da an der Erde da? Da hinten. Da. Möchte ich schon mal kurz nochmal hin. Das macht mich gerade neugierig. Ach, das ist ein verträumter Baumstamm. Ich glaube, das ist hier, wo wir hin müssen. Da steht auch wer. Ach, die ist schon wieder die Wächter von... Standard oder was auch immer. Was? Ich darf die Rüstung haben? Nehme ich mal. Ebenerzplattenrüstung. Sorry, wenn ich die Frau jetzt hier so entblöße.
Wo ist jetzt wieder Arinea? Sag mir bitte nicht, die ist gestorben jetzt oder so. Aber die Rüstung ist, glaube ich, nichts für mich, oder? Steigert die Fähigkeit schwere Rüstung um 20 Punkte. Macht die jetzt mich, hat mich das jetzt schwächer gemacht oder stärker? Ja, das macht +2. Okay, ist eigentlich gar nicht mal so blöd. Ich schau mal aus. Wow. Und da ist Arinea. Ja, gut. Aber jetzt haben wir eine komplette Erzplattenrüstung an. Wow. Da oben hinter mir wird gekämpft. Aber wow. Sieht halt echt nicht schlecht aus, die Rüstung. Ja gut, ich will mal wissen, was sie da noch... Ja, gut. Liebe Tyra, Blutfeuer. Ja, streckt sie mir auch noch den Hintern hin. Die giltet als jetzt schon als nackt, meine Freunde. Das wisst ihr bis Bescheid. Die Unterwäsche, die sie da trägt, das ist von den Machern her gemacht. Das heißt normalerweise, dass sie nackt ist. Die ist komplett nackt. So, was haben wir denn? Eisenzweihänder steckt hier fest. Den brauchen wir jetzt aber nicht. Gold nehme ich mit. Talos Fehler. So, aber das heißt, den Rest lassen wir so liegen. Sie darf da bei Talos ruhen. Gut, jetzt haben wir die Quest schon erledigt. Und jetzt, ich würde jetzt mal am liebsten wissen, was da oben da, wer da oben da so am Rumkämpfen ist. Hi. Wandelt allzeit im Licht, oder wir werden euch hineinziehen. Wer ist Stender? Er ist der Gott der Gnade, Tamriels Schutzherr der Ordnung und der Gerechtigkeit. Wir bringen seine Barmherzigkeit an Orte, die keine Barmherzigkeit kennen, indem wir all jene läutern, die seine Kinder verletzen würden. Okay. Möge Stender mit euch sein. Ja, ja, und Obi-Wan Kenobi mit euch. Ich glaube, hier ging irgendwie ein Weg, nach oben. Oder? Oder habe ich mich jetzt da... Ja, da habe ich mich getäuscht. Da geht nichts, geht's nichts nach oben. Aber irgendwo geht hier ein Weg da nach oben, wo wir da... Wir waren doch da schon mal, oder? Morvus K. abgeschlossen. Ich reiß da mal hin. Weil da oben habe ich einen Feuer... Was bist du denn? Ah... Ihr seid echt hohl. Knochenhunde, alles klar. Ja, den einen Gegner erledigen wir noch. Klingt da oben, hey. Will mich auch nicht verstecken, mein Freund. Du mich auch.
So, ich hoffe, dass jetzt hier keiner mehr ist, weil ich hopfe jetzt einfach mal hier hin. Wir haben doch schon hier alles abgeschlossen. Wieso sind denn da hier nochmal Gegner? Wow. Eben erst Streitachs des Donnerkais. Das Tier erleidet 20 Punkte Blitzschaden und halb so viel Magierschaden. Ich schau bloß in die Truhe und find sowas. What the fuck? Ja, aber ich meine gut, ich kann mich auch ein bisschen auf, Ebenerz mit einbinden. Okay, gut. So, meine Freunde, ich sage mal wieder an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen und ein Dankeschön fürs Dabeisein, fürs Zuhören, fürs Kommentieren, fürs Liken, fürs Weiterteilen des Videos, Weiterempfehlen des Videos, fürs Abonnieren, für die Glocke zu aktivieren und noch vieles mehr könnte ich mich bei euch bedanken. Und jetzt sage ich mal an dieser Stelle bis bald und habt noch eine schöne Zeit da draußen. Tschüss.